Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich etwas ganz anderes und zwar habe ich mir einmalig eine Trendradar Box gegönnt. Die Trendradar Box könnt ihr natürlich im Abo nehmen. Da kostet die Box 29,95 Euro, wenn ihr ein 12-Monats-Abo habt. Ich habe aber schon zwei Abos und das Abo passt mir gerade nicht so rein. Geldlich gesehen. Allerdings kann man sich diese Boxen auch einzeln kaufen. Da kostet eine Box allerdings 34,95 Euro. Ich hatte jetzt einen kleinen Code gehabt und bin dann 3 Euro runtergegangen. Also ich habe dann quasi, ich glaube, ich habe 31,95 Euro bezahlt für diese Box. Ich wollte sie unbedingt mal ausprobieren, weil ich habe schon so viel gesehen auf YouTube. Es ist eine Lifestyle-Box. Also ich habe die vegane Edition auch übrigens, es gibt auch eine klassische. Wie aber vegan und klassisch sich unterscheidet, kann ich euch gerade gar nicht sagen. Weil wenn ich mir Videos angucke, Unboxing-Videos auf YouTube, haben die meisten eigentlich die vegane Edition. Und die habe ich mir dann auch mal gegönnt. Wird wahrscheinlich nicht die letzte sein. Ich werde sie mir bestimmt irgendwann nochmal wiederholen, wenn der Inhalt mir gefällt, wo ich stark von ausgehe. Am liebsten dann zur Weihnachtszeit, weil ich denke, Weihnachten ist bestimmt, werden ganz bestimmt ganz viele schöne Sachen drin sein. Deswegen, ich lasse mich überraschen und ich freue mich jetzt erstmal auf diese Box, die ich hier habe und die wollte ich jetzt gerne mit euch zusammen aufmachen. Übrigens, der Inhalt ist ja wie gesagt vegan. Es dreht sich so ein bisschen um Wellness, Fashion, Design. Was war das noch? Wellness, Fashion, Design und Food. Deswegen, ich bin gespannt und wie gesagt, sie ist noch nicht offen. Das werde ich jetzt mit euch hier machen. Und zwar jetzt. Sie ist offen. Dann werden wir mal einen Blick hineinwerfen. Hier steht übrigens vorne drauf, viel Spaß mit deiner Box, wünscht dir dein Trendradar-Team, handmade in Berlin with love. Ach, ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich. Meine erste Trendradar. Gut verpackt natürlich. Ich kann es euch mal zeigen. So sieht's aus. Natürlich auch wie bei der Degusta-Box. Es ist schön verpackt, es ist ein Aufkleber drauf und es steht Golden Summer. Das werden wir jetzt mal entriegeln und dann werden wir mal reinschauen. Und es sieht gut aus, ihr Lieben. Hier haben wir ein Heft, Golden Summer. Seht ihr das? Da stehen die Produkte drin und so ein paar andere Sachen noch, Basteltipps hier, wie man einen Eistee macht, also nicht schlecht. Zwecks Preise gucken wir natürlich rein. Und dann haben wir hier ein Kärtchen drin, mit Liebe gepackt von Philly. Also es hat uns wohl wahrscheinlich, das ist ein bisschen überbelichtet, diese liebe Frau hat uns das gepackt. Das finde ich ja sehr lieb, dass man sowas damit bei hat. Und jetzt schauen wir mal. Ich sehe viele tolle Sachen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr Lieben, ich fange mal hiermit an. Hier habe ich ein kleines Schächtelchen. Da steht Malik drauf. Und drin befindet... Es befindet sich da drin ein Kettchen. Seht ihr das? Ein goldenes Kettchen. Mit einem Sternanhänger. Das sieht ja mega schön aus. Ah, es ist eine Kette. Das ist eine goldene Kette. Mega. Die ist ja schick. Gucken wir mal, ob in dem Heftchen was dazu steht. Also die Kette, die ist sehr schön. Ich schau mal rein. Hier steht nämlich... Ah, hier steht es schon. Eine goldene Kette zu deinem Golden Summer Look. Die Kette kostet 29 Euro, ihr Lieben. Das ist doch mal eine Hausnummer. Übrigens, der Wert der Box übersteigt bei weitem für den, was ihr bezahlt.
Und natürlich, wenn ihr ein 12-Monats-Abonnent seid, bekommt ihr auch noch einige Goodies mit bei. Goodies, das sind so ein paar Extras, die nur diese 12-Monats-Abonnenten haben. Hätte ich auch gerne, aber ich habe leider das Abo nicht. Deswegen muss ich mir sie nur ab und zu mal gönnen. Aber ist auch schon viel wert. Dann haben wir von COS Natural eine Hair Repair Maske. Avocado and Almond. Okay, Avocado und Mandel. Eine Haarmaske. Boah, das Licht ist echt grell, ne? Das sieht man fast gar nicht. Bisschen blöd. Müssen wir nächstes Mal ändern. Aber voll toll, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Weil ich probiere gerne neue Sachen aus. Sehr gerne. Und diese Haarmaske kostet... Okay, die kostet 2,49 €. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ist auch vegan. Hab ja auch die vegane Edition genommen. Ne, dann geht man schließlich davon aus, dass es vegan ist. Aber voll cool, ist was Neues und probiere ich gerne aus. Also das nächste, was ich hier schon sehe, ist von Puka Feel Fresh Bio-Kräutertee. Sonnenaufgang mit Zitrone und Süßfenchel. Ich trinke ja eigentlich zwischendurch gerne mal einen Tee. Ach, der riecht voll gut. 20 Teebeutel sind drin. Immer mit kochendem Wasser aufgießen und 5 bis 15 Minuten ziehen lassen. Der riecht echt gut. Der riecht so frisch, riecht der. Richtig frisch. Richtig toll. Und er kostet 3,99 €. Nicht schlecht. Wann hast du das letzte Mal Zeit und einen frischen Eistee? Egal, wir probieren es auf jeden Fall aus. Riecht auf jeden Fall toll. Die Box ist toll. Dann haben wir... Oh! Das ist ja mal was ganz Interessantes. Balsamico-Senf. Mehr als Bio. Das ist ja interessant. Seht ihr das? Eine Senftube. Ob der schmeckt? Ich bin gespannt. Also Senf mit Balsamico ist bestimmt gut. Wird auf jeden Fall getestet. Wird alles getestet. Ich bin da mega offen für. Der Senf kostet 1,59 €. Ja, das ist in Ordnung, finde ich. So, schauen wir mal weiter. Was ist denn das? Quinoa Lunch. Mit Süßkartoffel und Koriander. Okay, das ist irgendwas zum Fertigmachen. Achso, ich zeig's euch mal. So sieht es aus. Und es ist Zubereitung. Beutelinhalt in eine Schüssel geben und mit 100 bis 200 ml kochendem Wasser aufgießen. Gut umrühren und dann abgedeckt 8 Minuten ziehen lassen und genießen. Das ist ja... reich an Ballaststoffe. Steht drauf. Nicht schlecht. Süßkartoffel, ja. Süßkartoffel ist eigentlich ganz lecker. Koriander. Ja. Hatte ich noch nie so den Kontakt zu, aber man probiert ja gerne aus. Diese Tüte kostet 2,99 € und es gibt noch andere Versionen. Wir haben, wie gesagt, das mit Koriander. Dann gibt es einmal mit Kreuzkümmel-Chili. Und das andere ist mit Mango, Kurkuma und Chili. Auch mit Kurkuma wäre auch nicht schlecht gewesen. Wird schon irgendwie werden. Wird schon irgendwie lecker sein. Dann holen wir jetzt einmal das hier raus. Das ist ein Umschlag. Golden Sommer Organic Tattoo Set. Ein Tattoo-Set? Oh, wie cool. Tattoo-Set. Ja.
Sommertattoos. So, die sind so, seht ihr das? So golden. Das ist ja cool. Ja, ich habe meine schwarzen Tattoos und so ein goldener Hingucker. Nicht schlecht. So, aber dadurch, dass der Sommer ja fast vorbei ist, es sei denn, wir kriegen noch einen goldenen Oktober oder einen Altweibersommer, oder wie man es nennt, dann könnte man es mal nochmal ausprobieren. Oh, das ist ein Bio-Tattoo-Set und das kostet stolze 9,95 Euro, Leute. Also die Box hat es wirklich in sich, das kann ich euch sagen. Ja, gefällt mir gut. Ein glänzender Hingucker für die Sommertage. Naja, wir wollen den Sommer noch nicht ganz aufgeben, ne? Schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier ein Heft, Frogs. So ein Fashion, Lifestyle, wie auch immer Heft. Bestimmt ganz interessant, werde ich gerne mal reingucken. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur so mit da drin ist oder ob das auch einen Preis hat. Oh, es hat einen Preis und es kostet 5,90 Euro. Du bist auf der Suche nach Inspiration und Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil und möchtest dir gleichzeitig ein bisschen Zeit für dich gönnen. Werde ich auf jeden Fall tun, werde ich reingucken. Vielleicht findet ja man findet immer irgendwas. Ne? Also finde ich, ja, ganz toll. Ist mal was anderes. Magazin in der Box ist auch nicht überall. Dann haben wir so was Süßes Kleines von Dr. Hauschka. Ein Fluid. Ach, hier steht's. Ein beruhigendes Tagesfluid. Stärkt die Haut, die zu Rötungen und erweiterten Äderchen neigt. Okay. Wie süß. So ein kleines. Oh, ich habe euch das. Auf jeden Fall, das Typchen ist so klein. So mini klein. Jetzt mal wieder da reinfummeln. Ob man es irgendwie gebrauchen kann. Es ist total überbelichtet heute. Ja, man sieht es nicht. Schade. Nächstes Mal muss ich das Licht anders einstellen. Aber. Wenn nicht ich, vielleicht meine Mutter. Irgendwie wird es auf jeden Fall eine Verwendung finden. Achso, ich gucke mal eben in das schlaue Heftchen rein. Vielleicht steht da irgendwas Wissenswertes. Beruhigendes Tagesfluid. Fans von hochwertiger Naturkosmetik kommen nicht an Dr. Hauschka vorbei. Das beruhigende Tagesfluid entspannt deine strapazierte Sommerhaut und gibt ihr die Kraft, sich selbst zu generieren. Oh. Okay, kostet 3 Euro. Wahnsinn. Okay. Ja, ergibt sich bestimmt eine Gelegenheit, dass man es vielleicht mal irgendwann braucht. So, schauen wir weiter. Wir haben ein Sinnvoll. Alternaturkosmetik Sinnvoll. Ein Serum mit Feigenkaktusextrakt. Okay. Dieses leichte, ausgleichende Serum mit dem Wirkstoff Aquaxanthin und Hyaluron versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, beruhigt die trockene Haut und pflegt sie geschmeidig zart. Die angenehme Textur zieht schnell ein und sorgt für einen frischen Ton. So sieht's aus. Nicht schlecht. Also ich bin ja nicht abgeneigt, neue Sachen. Also Serum habe ich so noch nicht probiert. Ist, weiß ich nicht. Oh, es ist sogar von Rossmann. Steht drauf. Habe ich so noch nicht ausprobiert. Bin natürlich auch nicht abgeneigt, überhaupt Neues auszuprobieren. Ich schaue mal ganz schnell, was es kostet. Jetzt bin ich schon zu weit. 3,99 Euro. Okay, es ist ein Rossmann-Ding, das vom Preis ja auf jeden Fall gerecht. Ne? Und dann haben wir hier noch drei Sachen, die ich sehe. Einmal ein Gentle Toner. Sagt mir jetzt so gar nichts.
weil ich bin, was Kosmetik betrifft, nicht so die hellste. Das mit dem Licht ist heute echt Schitte, das tut mir so leid. So sieht es aus. Gucken, ob ich in dem Heft irgendwie ein paar mehr Infos rauskriege. Ein erfrischender Toner. Kleine Erfrischung für deine Hautgefälligkeit. Gerade im Sommer benötigt dein größtes Organ eine feuchtigkeitsspendende und beruhigende Pflege, die es für die warmen Tage wappnet. Okay. Gib den Toner dafür einfach direkt oder mit einem Baumwollpad auf deine Haut und lass ihn kurz einwirken. Serien und Cremes können anschließend besser einziehen. Probieren wir gerne aus. Wie gesagt, ich bin ja nicht abgeneigt, neue Sachen auszuprobieren. Vielleicht ist es ja was für mich. Man kann ja nie wissen, ne? So, jetzt haben wir irgendwas, was mega gut eingesetzt. Okay, was haben wir? Das sieht ja mal echt toll aus. Eine Extra-Konfitüre Pflaume. Ein Kuss der Natur. Das ist ja toll. Guck mal, seht ihr das, wie toll dieses Glas aussieht? Das ist ja der Hammer. 100% Natur. Das ist ja echt mega. Eine Pflaume, also Pflaumenmus esse ich ja gerne, muss ich ja sagen, ne? Also das gefällt mir ja schon mal. Okay, wir hätten auch Aprikose drin haben können. Hier steht Aprikose. Ein veganer Fruchtaufstrich für 4,99 €. Stolze Summe für das kleine Gläschen. Es sind 240 Gramm drin, aber okay, es ist 100% Natur. Das Glas natürlich, es sieht hochwertig aus, Leute. Ja, gefällt mir echt gut. Mega. Echt nicht schlecht. So, und dann haben wir hier noch ein Zettelchen, Golden Summer Special Temptator. Ein Gutscheincode. Okay. Sagt mir jetzt gerade nicht. Okay, dann haben wir jetzt hier noch was drin. Das gehört wahrscheinlich zu diesem letzten Produkt hier. Das ist auch wieder mega gut verpackt, ne? Also das machen die ganz toll. Ah, ein natives Olivenöl Extra Selection. Erste Güteklasse direkt aus den Oliven, ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen. Oh, wir haben ein Olivenöl. Vom Herzen sozial, aus Überzeugung ökologisch. Das ist ja mal blödes Licht. Nur so ein bisschen seht ihr es, ne? Und dazu ist dann halt auch dieser Flyer hier mit drin, ne? Steht so ein bisschen, was es noch so alles gibt. Okay. Oh, hier steht sogar ein Rezept mit drauf. Ein Ziegenkäsetörtchen mit Olivenkirschen. Ja, gut. Ist nicht ganz so meins. Oliven. Naja, wir gucken mal auch hier auf den Preis. Ach, das geht. 1,25 €. Na? Ja, das war sie. Sie ist leer, die tolle Trendrader Box. Ich muss sagen, sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte sie gerne im Abo, wie gesagt, aber geldtechnisch ist es gerade leider nicht drin. Aber ich werde sie mir, ich denke, zur Weihnachtszeit werden wahrscheinlich viele tolle Sachen drin sein. Und dann werde ich sie mir definitiv nochmal gönnen. Den Gesamtbetrag dieser Box werde ich euch hier einblenden. Wie gesagt, die Box hat mir jetzt 31,95 € gekostet mit dem Code, den ich hatte. Für gewöhnlich dann als Einzelbox ohne Versandkosten natürlich. Also Versandkosten braucht ihr nicht bezahlen, bezahlt ihr 34,95 €, wenn man sich das so zwischendurch mal gönnen möchte. Also mir war es das absolut wert. Ich finde die Trendrader genial.
Wie gesagt, wird auch nicht meine letzte sein. Und ja, schauen wir mal, ne? Ich würde jetzt erstmal sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch die Trendradar Box auch ein bisschen nahe bringen. Also mir gefällt sie sehr gut. Sehr, sehr gut. Noch besser. Hätte ich nicht erwartet, jetzt ganz ehrlich. Ja. Bevor ich jetzt wieder zu viel quasi. Nein. Wie gesagt, den Gesamtbetrag habe ich euch ja eingeblendet. Die Box übertrifft bei weitem von dem, was ihr bezahlt. Deswegen ist sie absolut ihr Geld wert. Es sind tolle Sachen drin. Und ihr könnt es euch ja überlegen. Ich kann euch leider keinen Rabattcode dafür geben, weil ich sie nicht im Abo habe. Aber es kommen zwischendurch sowieso, es kommen immer mal wieder irgendwelche Codes rein, Rabattcodes auf Social Medias, Facebook, Instagram, auf Trendradar. Einfach gucken und dann einfach zuschlagen, würde ich sagen. Weil ich denke auch die nächste Box, die im August, das war ja die Augustbox, die im September, die im Oktober, im November, die Boxen werden alle toll sein. Ich werde mir zu Weihnachten, denke ich mal, nochmal eine gönnen und ja. Aber bis dahin sage ich euch jetzt erstmal tschüss. Bis bald und meine nächste Box wird wahrscheinlich wieder die Degusta sein. Macht's gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao!